Beim folgenden Versuch wird etwas flüssiger Stickstoff mit einer Temperatur von minus 196 Grad Celsius in eine PET-Flasche, also in eine Plastikflasche, gefüllt. Danach wird die Flasche fest verschlossen und in einen oben offenen Metallbehälter gegeben. Nun wird der zuerst flüssige Stickstoff durch die Umgebungstemperatur erwärmt. Um diesen Prozess zu beschleunigen, wurde im vorliegenden Experiment Wasser mit einer Temperatur von etwa 100 Grad Celsius verwendet. Durch die Erwärmung wird der flüssige Stickstoff verdampft und will als Gas ein viel höheres Volumen einnehmen. Zum Beispiel, 1 Liter Wasser verdampft zu ca. 1700 Liter Wasserdampf. Nachdem aber das Volumen der Flasche begrenzt ist, muss der Druck in der Flasche steigen. Bei etwa 16 Bar platzt dann die PET-Flasche und es breitet sich eine Stoßwelle aus. Diese Stoßwelle trifft auf den Ring mit 80 brennenden Kerzen und löscht diese aus. Jetzt wird's lustig. Jetzt werden wir überleiten in das Gebiet mit den, brandheißen Experimenten und werden diese 80 Kerzen mit einer Schockwelle ausblasen. Es wird das erste Mal sehr laut im Hörsaal. So, das passt. Passt. Okay. Das schaut auch gut aus. Das ziehen wir ein bisschen weg. So. Die Kerzenwippe wippt hier noch immer, brav vor sich hin. Wir werden sie ausschalten. Sie wird eh aufgeblasen sonst. So, können wir bitte Licht machen, Hörsaal? Gut, ich muss da nochmal hineingreifen. Okay, das jetzt bitte genau mittig stellen. Nein, noch nicht. Erst wenn ich kochen mache. So, können Sie das mittig stellen, bitte? Ich habe jetzt eine PET-Flasche. In die PET-Flasche gebe ich flüssigen Stickstoff. Der flüssige Stickstoff wandelt seine Phase von flüssigen Gasförmig und nimmt unendlich im Volumen zu. Die Flasche wird bei ungefähr 17 Bar platzen und einen furchtbaren Crasher machen. Und die Schockwelle sollte alle 80 Kerzen auf einmal ausblasen, weil was soll ein 80-jähriger Physiker zum Beispiel machen? Die muss er ja alle ausblasen noch wieder. Das ist der Trick, wie sie es dann später tun. Das letzte Mal, die bei mir da waren, der Versuch braucht, jetzt ist nicht zu noch machen, aber die Kinder kriegen trotzdem eh nicht so leicht stickstoffflüssig. Ja. Aber wenn Sie so eine Flasche in die Wiese stellen, dann ist sie einen Meter rundherum kein Gras mehr. Das kann wohl gut sich hineinziehen. Solange die Flasche nicht zuschraubt, passiert überhaupt nichts. Gehörschutz? Danke. Gut. Wenn ich die Flasche zuschraube, passiert 7 Minuten lang nichts. Wenn ich jetzt, kann man jetzt verlieren, das heiße Wasser hineinkippen, das habe ich das letzte Mal von ein paar schwedischen Studenten, alles Wasser hineinkippen und nicht anbrennen. Also, wenn ich das hier hineingebe, das heiße Wasser, dann wird die Flasche in 17 Sekunden explodieren. Halten Sie sich die Ohren zu, es gibt einen Mega-Crasher. Und wir wollen alle Kerzen auflöschen.